Gute Nacht, der Hörspielkanal. Wer bist du? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Ich bin Maler. Und du bist Xenope, nicht wahr? Ja. Woher weißt du das? Ich kenne alle Menschen. Komm, setz dich zu mir. Ich werde es dir erklären. Nein, ich muss nach Hause. Mein Vater wartet auf mich. Dafür bleibt noch viel Zeit, Xenope. Genug Zeit, damit ich dir alles erklären kann. Was willst du mir erklären? Komm, setz dich zu mir, mein Schatz. Nimm einen Schluck Wein. Komm. Warum nimmst du alles so schwer? Du bist jung. Und nun lass uns trinken. Es ist wirklich immer warm hier. Ich danke dir. Was willst du mir erklären? Erinnerst du dich, Xenope? Woran soll ich mich erinnern? An das, was ich weit von hier zugetragen hat. Ich komme aus Chalkidiki. Ich bin hier geboren, ich habe immer hier gelebt. Ich war nie weit fort. Ich weiß nichts von den Dingen, die in der Welt draußen passieren. Alle Menschen kommen aus Chalkidiki, Xenope. Aber die Zeit, es gibt andere Zeiten. Es ist eine andere, eine vernünftige Welt, aus der du kommst. Eine Welt, in der die Menschen wissen, aber nicht verstehen. Weil sie dieses Dorf vergessen haben. Ich verstehe auch nicht, was du mir da sagst. Warte, Xenope. Bald wirst du alles verstehen. In dieser weit entfernten Welt machten die Menschen eine wunderbare Entdeckung. Sie verstanden mit einem Mal wieder, dass die Zeit durchlässig ist. Wie die Luft und das Wasser. Etwas, das wir wissen, weil die Stiermenschen es uns gelehrt haben. Aber die dort in dieser anderen Zeit, sie werden es vergessen haben. Sie werden es für unvernünftig halten. Erinnerst du dich? Nein, du kannst dich noch nicht erinnern. Noch kannst du dich nicht erinnern. Aber, ja, die Menschen in dieser weit entfernten Zeit wussten auf einmal wieder um die Möglichkeiten. Sie werden wissen, dass sie in die verschiedenen Zeiten gehen können. So wie ein Reisender an einem Tag von Pharsalia nach Kalispe geht. Ich verstehe immer noch nicht. Außerdem muss ich jetzt wirklich gehen. Warte noch. Einen Augenblick, Xenope. Sie haben einen Versuch gemacht, mit dem Sie beweisen wollten, dass Ihre Überlegungen richtig sind. Einen Menschen. Sie haben einen Menschen losgeschickt. Es war jemand wie du. Ein Mädchen, ein wenig älter als du. Sie ist gegangen, um die Möglichkeiten zu erkunden. Ich glaube, ich werde nie verstehen, was du sagst. Schön. Dieser Blick. Das Stadion. Ich war noch nie bei einem Fußballspiel dort unten. Ich habe einfach keine Zeit. Gut, es ist auch nicht einfach für dich, das zu verstehen. Aber heute Nacht feiern die Stiermenschen in ihrer Burg ein Fest. Komm zu diesem Fest. Dann wirst du alles verstehen, Xenope. Kein Mädchen darf zu den Stiermenschen gehen. Nur wenn es gerufen wird. Du warst noch nicht bei den Stiermenschen? Nein. Dann komm heute Nacht. Sag zu den Wächtern am Tor nur, Meritandes der Maler hat mich eingeladen. Dann werden sie dich einlassen. Nein, mein Vater wird das nicht erlauben. Ich kann nicht gehen, ohne ihn zu fragen. Nein, dein Vater wird das nicht erlauben, du hast recht. Aber du kannst gehen. Komm heimlich. Das Fest beginnt erst um Mitternacht und du kannst fortgehen, wenn alle im Haus schlafen. Es wird ein Fest nur für uns beide sein, Xenope. Wir werden tanzen und Wein trinken und dann werden wir... Ach, du wirst sehen. Ich muss jetzt wirklich nach Hause. Ja, natürlich. Aber versprich mir, dass du kommst. Ich weiß noch nicht. Spiel weiter! HC Florenz? Heißt der Verein so? Das Neubaugebiet, der Dom? Die Kuppel ist wirklich nicht zu übersehen. Auf die sie so stolz sind. Il Cupolone.
Der Turm des Palazzo. Palazzo Vecchio. Ich war schon mindestens 3 Wochen nicht mehr unten in der Stadt. Schade. 2 Jahre in Florenz und ich habe fast nichts gesehen vor lauter Arbeit. Die Maler sehen, empfinden die Welt anders als die Schriftsteller. Deshalb hat er ja geschrieben, wenn ich so weitermache, setze ich bald Unterschrift und Datum auf eine völlig unberührte Leinwand. Verstehst du, für den Maler ist das Weise, das Nichtgeschehene, das, wohin er sein Wissen projiziert. Für den Schriftsteller ist es die Person, die er trifft. Aber möglicherweise ist für den, der schreibt, die Person eine leere Seite. Und für den Maler ist die Person eine weiße Leinwand. Und wer, glaubst du, empfindet die Realität? In den nächsten Wochen. Als wirklich real? Wenn alles vorbei ist, werden erst mal Ferien gemacht. Die gewöhnlichen Ich werde in die Offizien gehen. Die weder komponieren, noch malen, noch schreiben. Die Dummen und Gefühllosen? Einen ganzen Tag lang nur Bilder betrachten. Und wieder mal ans Meer. Feininger, merkwürdig, dass ich in den letzten Tagen immer wieder an ihn denken muss. Ob er wirklich sicher war, dass wir es schaffen? Nein. Wenn er nicht gestorben wäre. Die Dummen jedenfalls nicht, im Gegenteil. Die Wissenschaftler, die normalen Wissenschaftler, nicht die Außerordentlichen, die Vordenker, die normalen Wissenschaftler. Wenn Feininger noch leben wahrscheinlich würde, die Realität als für sich in Kopenhagen, wo jetzt noch Winter ist. Außerdem natürlich die praktisch veranlagten Menschen, die, wie man so sagt, mit beiden Beinen im Leben stehen. Handwerker, Journalisten und die Politiker natürlich. Ja, ja, ja. Natürlich die Politiker, die sich bis zu ihrem letzten Atemzug für unsterblich halten. Sie werden geboren, wollen immer mehr, immer mächtiger werden. Das ist ihr einziges Ziel. Charles Feininger. Kommt ihr letzter Atemzug und ihr letzter Gedanke. Na, was für ein Realismus, nicht wahr? Ihr letzter Gedanke ist, so ist das Leben. Ja, Politiker stellen die Realität nie in Frage. Sie leben darin wie große alte Eidechsen in ihrem Dschungel. Charles Feininger, damals bei der Eröffnung des neuen European Center for Experimental Chronophysics. Wie wer? Na, nur so ein Gedanke, vergiss es. Deine Überlegung hat nur einen Fehler. Für immer hier bleiben? Und der wäre. Alle träumen. Nicht nur die Künstler, die einfachen Leute auch. Die Wissenschaftler, die Journalisten, alle. Eigenartige Erinnerungen. Auch die Politiker. Die hohen Gäste aus Politik und Wirtschaft. I have a dream. Feininger hält seine Ansprache. Das konnte er. Besser als die meisten. Sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Wir theoretischen Physiker wissen, die Gedanken der Chronophysik laufen dem gesunden Menschenverstand mehr zuwider als alle merkwürdigen Erkenntnisse der modernen Physik zusammengenommen. Feininger. Entwickelt das alles hier, bereitet den Sprung aus der Zeit vor und segnet dann das Zeitliche, bevor er die Früchte seiner Arbeit sieht. Dabei waren seine Ansprachen wirklich beeindruckend. Der Raum, die Entfernung, war etwas, das die Menschen immer zu überwinden trachteten und letztendlich auch überwanden. Die Zeit aber war, trotz Einsteins Zusammenschau von Raum und Zeit, ein in der Praxis prinzipielles, ein, wie es schien, für alle Ewigkeiten unüberwindlich. Nein, bis zum Herzinfarkt. Schau. Sollte man auf keinen Fall arbeiten. Die Träume deiner sogenannten einfachen Leute sind ein Teil der Realität dieser einfachen Leute. So wie die Realität der Künstler, jedes einzelnen Künstlers, ein Teil seines Traumes ist. Aber es ist auch so. Ich meine, die Leute sind alle verschieden. Und jeder hat einen anderen Traum. Wo bin ich jetzt? Ich stelle mir vor, in einer dunklen Wohnung. Es ist Nacht. Ach, komm. Brauch jetzt dein Glas Wein. Du kapierst ja überhaupt nicht, worauf ich hinaus will. Ja, jeder hat eben seinen eigenen Traum. Die Mittel, die von den Ländern Europas für dieses europäische Zentrum der Chronophysik aufgebracht werden, sind beträchtlich. Charles Feininger war immer ein wenig zu pathetisch. Aber man soll nicht zu viel verlangen. Nobelpreisträger und gar keine der Marke. Gedanke, das nicht. Jemals etwas an dieser Tatsache ändern zu können, schien bei allem Glauben an die Wissenschaft absurd. Und für eine solche Idee Geld auszugeben, ist manchem von Ihnen sicherlich mehr als abenteuerlich. Und ohne Arbeitsort geht erst gar nichts. Seit 2 Wochen war ich nicht mehr in der Stadt da unten. Feininger
ist sicherlich ein Jahr lang nicht aus dem Labor gekommen. 14 Tage reichen nicht für einen Herzinfarkt. Und für den Nobelpreis auch nicht. Er war damals so stolz auf das, was er geleistet hat. Umso mehr müssen wir uns bei denjenigen, die den Aufbau dieses großen Forschungszentrums unterstützt haben und somit die jetzt anstehenden Arbeiten ermöglichten, bedanken. Wo geht er hin, dieser Mann? Irgendwo lebt er doch. Kann die Frau nicht das Dorf finden, in dem er wohnt? Wir, die beteiligten Wissenschaftler, das darf ich im Namen aller Mitarbeiter versichern, wir werden alles tun, um das Vertrauen zu rechtfertigen, das man in uns setzt. Die Experimente, die wir hier in Fiesole vorbereiten und durchführen werden, diese Experimente sollen Theorien bestätigen, die uns heute schon sagen, wir können die Fesseln der Zeit sprengen. Wir sind voller Zuversicht, dass uns das gelingen wird. Ich danke Ihnen. Na, Sue, wie geht's dir? Ganz gut. Nervös? Naja, bisschen schon. Aber soweit alles in Ordnung, ja? Ja, klar. Die Untersuchung hat die besten, die optischen Ergebnisse gezeigt, die wir bisher überhaupt hatten. Wir haben sehr gute Voraussetzungen. Die Werte sind alle konstant, wirklich optimal. Na bitte. Tja, also dann zu. Kommst du heute Abend noch bei uns vorbei? Oh, wahrscheinlich nicht. Ich bin ziemlich müde. Ich werde wahrscheinlich lesen und früh ins Bett gehen. Erhol dich gut, zu. Morgen ist ein großer Tag. Die Zeit vergeht. Feininger ist tot. Die Wissenschaft geht voran. Wir haben gearbeitet, unsere Versuchsperson gesucht und gefunden. Versuchsperson? Eigentlich gar nicht das richtige Wort für Sue. Für so ein junges Mädchen. Manchmal kommt es mir vor, aber sie ist noch gar nicht lange hier. Kurz nachdem Karin Silbermann zu uns gekommen ist, haben wir Sue gefunden. Susanne Urban. Und warum brauchen Sie mich für das Experiment? Sie war damals so neugierig wie heute. Und warum brauchen Sie mich für das Experiment? Du bist etwas Besonderes, Sue. Dein Kopf, dein... Ja, ein Gehirn ist etwas Besonderes. Einen solchen Kopf wie deinen gibt's ganz selten. Und was ist das Tolle an meinem Kopf? Naja, wenn man durch die Zeit reisen will, braucht man ein Gehirn, das dafür geeignet ist. Ich könnte das nicht. Mein Kopf ist dafür nicht eingerichtet. Wir haben ziemlich lange nach dir gesucht, das weißt du ja. Verstehe ich immer noch nicht. Ich bin doch ganz normal. So ganz normal doch nicht. Es hat einen großen Wissenschaftler gegeben, Charles Feininger. Hast du schon von ihm gehört? Ha? Ja, also Charles Feininger hat herausgefunden, dass unser Gehirn die Zeit macht. Und dass, wenn man Leuten, die die Voraussetzungen mitbringen, bestimmte, sehr geringe Stromimpulse eines bestimmten komplizierten Musters eingibt, dass diese Menschen dann die anderen Zeiten wirklich sehen können. Sie leben dann in diesen Zeiten. Du bist so eine Person. Die erste, begabteste, die wir gefunden haben. Ist es nicht komisch, dass ich mich irgendwie seltsam fühle? Wieso? Das ist alles bestens. Die Synchronkonjunktionen machen überhaupt keine Probleme mehr. Nein, nein, das ist es nicht. Weil Feininger nicht dabei ist. Dabei schwebt er nach seiner eigenen Theorie für ewig irgendwo herum. Bloß hier sein kann er nicht, wenn das Experiment losgeht. Meinen Sie, dass er Wert drauf legt, uns aus der Ewigkeit zuzusehen? Ich glaube, er hätte sich nichts mehr gewünscht, als diese Tage zu erleben. Denn so wie er jetzt existiert, in seiner Ewigkeit, weiß er ja nichts von dem, was wir tun. Natürlich ist das nicht ganz einfach. Ja, ich erinnere mich. Damals in der Fernsehdiskussion, wie engagiert er war. Natürlich ist das nicht ganz einfach. Das hat auch keiner behauptet. Dass das Gehirn ein Hologramm ist, hat man schon Ende des letzten Jahrhunderts postuliert. Ja, aber hat man damals schon geahnt, welche Konsequenzen man später aus diesem Gedanken ableiten würde? Radikale Konsequenzen, die Sie in Ihren und für Ihre Forschungen gezogen haben. Die Überlegung allein war damals schon mehr als abenteuerlich. Die Wissenschaft musste sich ja erst daran gewöhnen. Das ist wahrscheinlich auch heute nicht ganz einfach, dass im Gehirn jedes Einzelnen von uns das gesamte Sein, nicht nur eben der Weltraum, sondern der Raum und die Zeit, mit sämtlichen Gesetzmäßigkeiten, die zwischen räumlichen und zeitlichen Phänomenen bestehen, dass alles das in unserem Gehirn aufgehoben ist,
kann man so sagen? Eingefaltet, ja. Ja, durchaus. Nur eben, dass wir, solange wir leben, zwangsläufig an unserem subjektiven Punkt, wie der Philosoph Kaljanin das genannt hat, stehen bleiben müssen. Aber wir haben in den letzten Jahren die theoretischen Voraussetzungen geschaffen, um dieses biologische Hologramm zu erforschen und, ja, auch aufzubrechen. Die gesamte Zeit steht zur Verfügung, wenn das gelingt, was wir uns vorstellen. Die Vergangenheit und die Zukunft. Oder, wie wir mit unserem heutigen Verständnis der Zusammenhänge sagen müssen, die Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Es wird gelingen, ich bin ganz sicher. Suburban ist gut vorbereitet. Was willst du mir erklären? Sie weiß, worum es geht. Morgen also. Nun ist es soweit. Die große Reise beginnt. So, leg dich hin. Und vorsichtig, damit die Fußelektroden sich nicht lockern. Ja, schön so. Nur gut, dass du bei deiner großen Fahrt jederzeit hier auf der Liege bleibst. Hm? Ich bin schon unheimlich gespannt. Ja, das sollte... Ah. So, Moment. Ganz langsam, damit sie diese Dinger nicht lösen. Tja, das solltest du auch sein. Du erlebst etwas, das noch nie vor dir jemand erlebt hat. Eine andere Zeit. Dafür, dass du dich dabei wohlfühlst, sorgen wir schon. Haben Sie die letzten CN-Werte noch einmal kompiliert? Ja, trisynoptisch 243 zu 80 zu 10. Es hat in den letzten 48 Stunden keinerlei Veränderungen mehr gegeben. Puls und Atemfrequenzen? Puls, Atem und Sphäratendämpfung sind optimal. Na also, das ist dann ja alles, meine Dame. So einfach wie du hat noch niemand eine große Reise gemacht, nicht wahr? Hm? Du liegst einfach da. Die Nordstromangleichung läuft. Differentialangleichung, okay? Ja, alles bestens. Tja, wirklich einfach, hm? So? Um dich herum unsere 1000 Computer, ein paar Leitungen an deinem Kopf. So, ja, jetzt ganz langsam den Kopf hier auf dieses bequeme Kissen. Ja, gut so. Du liegst da und du gehst durch die Zeiten, ohne dass du dich auch nur einen Meter bewegst. Ich will erst mal abwarten. Vielleicht geschieht ja überhaupt nichts, dann bin ich wenigstens nicht so enttäuscht. Sie fahren jetzt die Werte für das Cauchy-Perpetuum hoch. Sieht gut aus. Tja, wir haben ja auch eine ausgezeichnete Testperson. Nicht wahr, Sue? Ich hoffe es. Keine Frage. Und noch einmal, gut aufpassen gleich. Merk dir alles, was du siehst. Und wie du es siehst. Und empfindest. Du weißt, wir sind anschließend ganz auf das angewiesen, was du uns erzählst. Mhm. Der trisynoptische Wert auf Theta 20-7 zittert noch ein wenig. Lässt sich da was machen? Moment. Der Kontakt hier vorne muss ein wenig besser sitzen. So. Ja, sehr gut jetzt. Fertig mit den Hippocampus-Nachführungen. Es gibt da das alte Zeitreisen-Paradoxon. Gut. Unsere Messwerte sind nur für die reine Wissenschaft, sind einfach Daten, Zahlen, die wir nicht interpretieren können. Wenn wir etwas verstehen wollen, musst du uns anschließend erzählen, was geschehen ist. So, wie du es erlebt hast. Ich hoffe, dass ich es kann. Da bin ich ganz sicher, Sue, du kannst es. Schließlich hast du dich doch gut auf heute vorbereitet. Wir haben ja alles oft besprochen. Es gibt da das alte Zeitreisen-Paradoxon von damals, als sich solche Dinge noch in den Köpfen von fantasiebegabten Leuten abspielten. Man sollte vielleicht noch einmal ein solches Beispiel erläutern. Für diejenigen unter unseren Zuschauern, die mit diesen Forschungen nicht so vertraut sind. Ja, ich habe da ein allerdings etwas makabres Beispiel, das dafür den Vorzug hat, sehr anschaulich zu sein. Man hat es früher immer in fantastischen Überlegungen angeführt. Also, ein Zeitreisender, wenn der Zeit zurückgeht, bringt vor seiner eigenen Geburt seinen Vater um. Wie kann es den Reisenden selbst dann überhaupt geben, wenn ihn sein Vater doch nicht mehr zeugen konnte? Sue, wir sind soweit. Wie steht's mit dir? Mir geht's gut. In Ordnung. Du weißt ja, wir bringen dich jetzt ganz langsam in den Schlaf. Dann geht's los. Klar. So, von jetzt an geht's zu. Spürst du, dass du müde bist? Ja, ich bin schon ziemlich weg. Na, du kennst das ja. Es ist nicht schlimm. Hallo, Sue? Wie ist es jetzt? Wir sind soweit. Gut, dann los bitte. Okay, können beginnen. Jetzt.
Ich weiß nicht. Eigentlich weiß ich nicht genau, wie lange ich hier schon sitze. Und ich weiß doch im Grunde auch nicht, wer ich bin. Der macht sich doch immer nur einen Lenz. Die Gerburg Panitzky aus der Unterprima hat mir letzthin gesagt, dass er die Klausuren manchmal 4 Wochen später noch nicht zurückgegeben hat. Was? Ja, das weiß doch jeder. Der tut doch nur das Nötigste. Die Bauern in Sulzbach, habe ich gehört. Vielleicht hat er deshalb keine Zeit. Ach komm, der hat noch nie zu viel getan. Was fantasiere ich denn da zusammen? Ich komme nicht nur auf sowas. Das ist doch Quatsch. Ich heiße Alexandra Wegener. Ich bin 32 Jahre alt und Lehrerin an einem Gymnasium. Heute Abend war ich hier verabredet mit 2 Kollegen in diesem Lokal. Wir unterhalten uns. Ich sehe wahrscheinlich ziemlich müde aus. Ich bin auch ziemlich müde. Es ist wirklich komisch, bloß weil ich heute Nacht kaum geschlafen habe. Der Mann dort... Mit wem zusammen machst du denn die Klassenfahrt? Wir haben uns angesehen. Zufällig. Wie man sich in einem solchen Lokal eben ansieht. Wartet er auf jemanden? Er hat sich ein Bier von der Theke geholt und sich dann an den Tisch gesetzt. Ein wenig gelangweilt. Eine Zeit lang ist es so weitergegangen. Ich habe immer mal wieder in seine Richtung gesehen. Einfach so. Manchmal haben wir uns angesehen. Mit der Zeit ein wenig länger, als man sich normalerweise anschaut, wenn man... Kennst du den Bernd noch aus dem Referendariat? Ich? Wieso? Na, ihr seid doch zusammen an die Schule gekommen damals, oder? Ach so, ja. Aber im Referendariat waren wir nicht zusammen. Ich weiß nicht genau, wo er es gemacht hat. Vielleicht in Dortmund. In Dortmund? Wieso? Und jetzt? Jetzt verhaken sich unsere Blicke manchmal. Wir schauen uns an, sind beide überrascht. Lachen zum ersten Mal. Ich höre den beiden schon lange nicht mehr richtig zu. Wahrscheinlich haben sie es schon bemerkt, dass ich eigentlich blöd von mir. Ja, ich glaube, er hat mir mal erzählt, dass er in Dortmund war. Was ist mit mir los? Habe ich mich im Verlauf von 10 Minuten in jemanden in einer Kneipe verliebt? Das wäre mal was anderes. Aber eigentlich, es ist was anderes. So ein Gefühl wie... Ja, wie? Dass der seine Arbeit nicht schafft, wundert mich nicht. Der muss dermaßen viel an Eigenleistung erbringen. Nein, die haben mindestens 2 Bausparverträge. Alles hat begonnen, als ich nicht mehr wusste, wie lange ich hier sitze. Und jetzt? Es kommt etwas. Eine Erinnerung. Aber das war nicht wirklich, das habe ich nicht erlebt. Sie haben es mir gesagt. Sie haben mir gesagt, dass das Gedächtnis nicht sofort vorhanden ist. Aber jetzt. Alexandra Wegener. Du? Ah, ich verstehe allmählich die Zusammenhänge. Jetzt weiß ich, wer sie dort ist. In der Zeit, aus der sie kommt. Sie weiß auch, wer sie hier ist. Sie hat auf einmal 2 Namen. 2 Leben. Das ist nicht bedrohlich. Das Experiment ist gut vorbereitet. Zusammen mit allen anderen Erinnerungen kommt ihr auch ins Gedächtnis, dass Professor Paulsen gesagt hat, es ist nicht gefährlich. Schön und gut, aber mit Eigenleistung kriegen wir das auch nicht hin. Was glaubst du, was die Bauplätze da draußen kosten? Ich heiße Susanne Urban, aber hier heiße ich Alexandra Wegener. Hier bin ich älter als dort. Ich habe eben 2 Leben. Ja, wahrscheinlich hat seine Frau Geld. Ich habe mal gehört, der Vater soll irgendwo Mietshäuser haben. Er hat mich in den letzten Minuten nicht mehr angesehen. Vielleicht, weil ich ihn auch nicht mehr angesehen habe. Und jetzt? Ach, schade. Er holt seinen Mantel. Naja, uns kann's ja egal sein. Ja, eben. Warum hat er mich nicht mehr angesehen, als er gegangen ist? Ich sehe ihn jetzt. Und ich werde ihn wahrscheinlich nicht... Komisch eigentlich. Ich werde ihn in meinem ganzen restlichen Leben wahrscheinlich nie wiedersehen. Da sieht man sich an, so an einem Abend, und dann geht man und alles ist vorbei. Das ist ja auch nur so, weil die einen höllisch aufpassen müssen, wie sie mit dem Geld hinkommen. Und andere fahren mit den großen Autos, weil die Alten was gesammelt haben. Ich weiß also schon jetzt ganz genau, wer ich dort in der Welt des Experiments bin. Alle Zusammenhänge werden mir klar.
Professor Paulsen und die anderen haben es mir oft erklärt. Hier, alle Gespräche drehen sich um die Schule, um banale Kleinigkeiten. Und dort, das weiß ich jetzt, dort, wo ich als Susanne Urban lebe, überwachen in den Labors 200 Wissenschaftler einen Versuch, bei dem ich im Mittelpunkt stehe. Im Mittelpunkt liege. Wie sagen Sie immer? Dass es keine räumlichen und zeitlichen Bezugssysteme gibt, die zwei Weltzustände miteinander verbinden. Das haben die mir erklärt. Aber das ist schwer zu verstehen, wenn man konkret lebt und sich, so wie ich, wie Alexandra in diesem Augenblick, erinnert. Halt, mein Kind! Wer bist du? Ich bin Xenope. Meritandes der Maler hat mich eingeladen. So, so, Meritandes der Maler. Weißt du denn auch, wer ich bin? Du bist ein Stiermensch. Ich bin nicht ein Stiermensch, mein schönes Kind. Ich bin der König. Aber das ist heute nicht wichtig. Heute feiern wir ein Fest. Meritandes der Maler. Wirklich, sie haben Geschmack, die Maler. Nun, dann komm mit. Gute Nacht, der Hörspielkanal. Hey, Maler, komm her! Hier ist dein Kind, das auf dich wartet! Xenope! Willkommen auf dem Fest! Meritandes, hast du dieses schöne Mädchen eingeladen? Ja, sie ist meine Freundin. Glaube ich. Oh, gut. Dann zeige ihr in dieser Nacht die Geheimnisse unseres Palastes. Sie ist jung genug. Und wenn er dich nicht mehr liebt, meine Schöne, dann komm zu mir. Ich liebe alle Mädchen, die so aussehen wie du. Und vergiss nicht, du musst viel trinken. Du bist noch zu jung. Die jungen Mädchen müssen mehr trinken als die Älteren und die Schönen mehr als die Hässlichen. Wie alt bist du, meine Kleine? 16. Was für ein wunderbares Alter. Das richtige Alter für unser Fest. Das richtige Alter. Komm, setz dich hierher. Auf den Boden. Die Felle der Widder. Hier, nimm einen Becher Wein. Es ist schön, dass du gekommen bist. Ich bin gegangen, als meine Eltern geschlafen haben. Das entspricht? Genau dem Jahr 1984. 22. Juli. 22 Uhr. Und jetzt 32. Wie lange lassen Sie sie dort? Solange es so gut aussieht, würde ich sagen. 3-4 Tage. Ja, das denke ich auch. Die Leute vom Fernsehen warten. Sie wollen das Interview. Die Öffentlichkeit möchte unterrichtet sein. Man kann also sagen, Susanne Urban, die hier zum Zeitpunkt des Experiments gerade 19 Jahre alt ist, befindet sich im Jahre 1984. Sie hat ihr Gedächtnis behalten, erinnert sich an Fiesole, an das Labor, an den 21. März 2023. Ist das für Sie, für diese neue Person, die sie dort ist, nicht eine anstrengende, eine geradezu schizophrene Situation? Wie geht es nun weiter? Wir werden Sue für einige Tage, 3, 4, vielleicht auch 5 Tage in diesem Zeitzustand lassen. Dann, wenn sie zurückkommt, wird sie berichten, was sie alles erlebt hat. Ich werde ihm nie wieder begegnen. Das Experiment. Weder Professor Paulsen noch sonst irgendjemand konnte voraussehen, dass ich mich als Alexandra Wegner in einem Bierlokal in einen Mann verliebe. Wenn ich irgendjemandem davon erzählen würde, was ich weiß, man würde mich für verrückt erklären. Haben Sie sich das in Fiesole überlegt, als Sie die kleine Sue Urban auf diese Reise geschickt haben? Kein Mädchen darf zu den Stiermenschen gehen. Nur wenn es gerufen wird. Sie haben ja, wie inzwischen den meisten Interessierten bekannt ist, nicht die Möglichkeit, die Versuchsperson in eine bestimmte Zeit zu schicken. Nein, es gibt prinzipiell nicht die Möglichkeit, einen definierten Zustand, wie dies genannt wird, anzusteuern. Die individuelle Organisation des Gehirns ist beteiligt. Das ist das, wofür Charles Feininger den Ausdruck »die Fähigkeit, eine Welt herbeizuführen« geprägt hat. Ob der Vorgang der Zeitwahl bewusst erlebt wird oder ob er überhaupt erlebt wird, weiß bis heute niemand. Das wird sich erst nach diesem Experiment herausstellen. Wir werden zu Urban, unsere Versuchsperson, fragen müssen. Ich möchte ihn kennenlernen, obwohl ich ihn nur gesehen habe. Ich möchte wissen, wer er ist. Immerhin, die Berechnungen zeigen Ihnen, wie wir gesehen haben, wo Sue Urban angekommen ist.
Es lässt sich auf die Sekunde, auf den Augenblick genau angeben. Sie ist in einen der möglichen Zustände zurückgegangen, allerdings nicht sehr weit. Linear entspricht die Zeit, in der sie sich jetzt befindet, dem Jahr 1984. Nur eben, dass die Zeit linear ist, dass es neben dieser Vergangenheit unendlich viele andere Vergangenheiten gegeben hat. Das wissen wir zumindest in der Theorie ganz genau. Möchtest du noch von dem neuen Wein trinken, Sinope? Ja, ich möchte noch Wein. Den neuen Wein. Du weißt, Sinope, heute entscheidest du, ob ihre Welt untergeht. Du schaust so verwundert, aber du weißt doch, dass du ihre Welt untergehen lässt, wenn du bei mir bleibst. Ich bin keine Göttin. Oh doch, das bist du. Du bist eine Göttin, Sinope. Denke nach, Göttin. Trink und lass sie untergehen, diese Welt. Es gibt so viele andere. Unzählig viele andere. Aber nur hier in dieser Welt haben wir uns gefunden. Nur hier sind wir glücklich. Aber ich verstehe immer noch nicht, was du gesagt hast. Was? Dass wir hier glücklich sind? Nein. Warum lasse ich eine Welt untergehen? Was für eine Welt? Siehst du sie noch nicht, diese Welt? Nein. Schau in dich hinein. Prüfe, was du siehst. Ich sehe nichts. Und dann warte noch ein wenig, Xenope. In deinem Kopf, deiner Vorstellung, lebt eine andere Welt. Und du kannst dieser großen anderen Welt Leben geben, wenn du in sie zurückkehrst. Bleibst du aber hier bei mir, wenn wir diese Welt verlöschen. Wie eine Erinnerung, die du vergisst. Ach du, gib mir noch einen Becher Wein. Ich werde sonst sehr traurig. Er. Mein Gott, das war der Typ, den ich vor 4 Tagen im Haiku gesehen habe. Du willst wissen, was das alles bedeutet, Sinope? Dann schließ die Augen und hör mir zu. Eine Frau in einer bekannten, hellen Welt. Sie fühlt wie du. Und sie hat einen Mann zufällig wiedergesehen. Er ist eilig an ihr vorübergegangen und hat sie offenbar erst im letzten Augenblick bemerkt. Nur einen Blick lang. Sie hat gewünscht, dass er stehen bleibt, mit ihr spricht. Aber er ist nicht stehen geblieben. Und wie sollte er auch, überlegt die Frau. Er kennt sie ja überhaupt nicht. Wo geht er hin, dieser Mann? Irgendwo lebt er doch. Kann die Frau nicht das Dorf finden, in dem er wohnt? Sie haben der Frau erklärt, warum sie nicht, auf gar keinen Fall, in der Zeit springen darf. Erinnerst du dich, Xenope? Woran soll ich mich erinnern? Nein, ich erinnere mich nicht. Das ist komisch, Nils. Schauen Sie mal. Wieso? Was ist denn los? Die COR-Werte steigen. Wieso denn das? An dieser Stelle sollte es überhaupt keine Schwankungen geben. Und? Was kann das sein? Moment. Korrelation COR-T0. Hier? Was zum Teufel ist das? Die T0-Werte steigen immer schneller. Moment. Das ist doch von T0-Werte. Unendlich. Aber das ist nicht möglich. Selbst wenn sie... Ja. Selbst wenn sie gesprungen wäre. Es sei denn... Was? Einige Unwägbarkeiten bleiben im Moment natürlich ganz prinzipiell. Es sei denn, es stimmt, was Feininger einmal durchgespielt hat. Er hat es nicht ernst gemeint. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass es nicht ernst meint. Einige Unwägbarkeiten bleiben im Moment natürlich ganz prinzipiell. Zum Beispiel wissen wir nicht, was geschieht, wenn es tatsächlich ganz andere, von dem Rationalen vollkommen verschiedene Erlebnisweisen gibt. Wenn es zum Beispiel eine Welt der Zauberer wirklich gegeben hat, ich meine, wenn diese Zauberer ihren Mitmenschen nicht nur irgendeinen Hokuspokus vorgemacht haben, von dem sie selbst genau gewusst haben, dass es ein Trick ist, wenn sie sich tatsächlich in ihrer Geisterwelt mit subjektiver Überzeugtheit bewegt haben, und wenn es ihre Magie wirklich gegeben hat, dann sollten wir uns von solchen Zeiten möglichst weit entfernt halten. Denn dann würde sich unsere Zeit, tja, möglicherweise auflösen. Nur natürlich. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Vernunft über allem steht.
Und dass diese Zauberer in Wahrheit alte Gauner waren, die die Menschen mit ihren Tricks an der Nase herumgeführt haben. Es ist nicht schwierig. Ich weiß, wo er ist. Das ist eine merkwürdige Welt. Es ist ganz einfach, wenn ich will. Ich drücke mich ab. So wie man sich beim Weitsprung vom Sprungbalken abdrückt. Komisch, aber es ist so. Nur, ich kann aus dem Stand springen, so weit ich will. Dann werde ich ihn wiedersehen. Ich habe das Gefühl, ja, ich weiß, dass er auf mich wartet. Dass er an mich denkt. Oh Gott, Alexandra Wegner. Was haben Sie mir gesagt? Dass ich womöglich nicht mehr zurückkehren kann, wenn ich springe? Ach, was macht das schon? Dann lebe ich hier weiter. Oder eben dort, wo ich ihn treffe. So ist das eben mit Experimenten. Sie können schiefgehen. Sonst wären es ja keine Experimente. Sie müssen eben einen zweiten Versuch machen. Wahrscheinlich ist Professor Paulsen traurig, wenn ich nicht zurückkomme. Für ihn und alle anderen ist es, als sei ich gestorben. Das erste große Experiment ist fehlgeschlagen. Kein Mädchen darf zu den Stiermenschen gehen. Nur wenn es gerufen wird. Jetzt. Hallo? Wo bin ich jetzt? Ich stelle mir vor, in einer dunklen Wohnung. Es ist Nacht. Ich bin allein. Ich gehe herum. Warte. Draußen steht der Vollmond. Direkt über dem Balkon. Ich kann nicht schlafen. Ich denke an dich. Ja. Und weil ich an dich denke, bin ich gesprungen. Fliege ich jetzt. Und weiß nicht, wo ich sein werde, wenn ich dich finde. Aber ich weiß, dass ich dich finde. Das allein genügt. Ich weiß, dass ich dich finden werde. Ich möchte die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne Sie auf ein besonderes Problem angesprochen zu haben, Herr Professor Feininger. Bitte. Sie haben eine Zeit lang in Verdacht gestanden. Ja. Ja, sagen wir es direkt, sich auf höchst fragwürdige Weise um eine geeignete Versuchsperson bemüht zu haben. Na ja, Sie spielen darauf an, dass damals, als die Öffentlichkeit herausgefunden hat, wie wir vorgegangen sind, um eine günstige Gehirnstruktur zu finden. Die Journalisten, Sie verzeihen, wenn ich es einmal gegen Ihren Berufsstand so formuliere, haben ja nur darauf gewartet, dümmliche Schlagzeilen zu formulieren. Menschenversuche, Nobelpreisträger züchtet Menschen für gefährliche Experimente. Nur weil wir die Genprotokolle von einigen Millionen Menschen geprüft haben. Etwas, das Sie für nötig gehalten haben. Ich habe es nicht für nötig gehalten, es war nötig. Wir mussten die besten Erbanlagen für einen Menschen finden. Für einen Menschen, der dann die Voraussetzungen hat, die für diese Form des Zeiterlebens notwendig ist. Ja, also doch eine Art Zucht menschlicher Versuchskaninchen. Also wenn Sie das Mädchen ansehen, das wir, mit sich zu formulieren belieben, gezüchtet haben, so werden Sie feststellen, dass es sich um ein gesundes, vollkommen normales Kind handelt. Es ist kalt hier. Ich friere. Nein, nur ein bisschen. Ich warte. Wo bist du? Warum aber überhaupt die Suche, wenn es nur um einen vollkommen normalen Menschen geht? Die Gehirnstruktur dieses Kindes hat einige Besonderheiten. Natürlich. Aber darin liegt nichts Abnormes. Könnten Sie unseren Zuschauern sagen, was das Besondere ist? Das Mädchen hat, in herkömmlicher Weise und völlig untechnisch gesprochen, eine Art plastische Fantasie. Eine solche Fantasie haben, jedenfalls teilweise, auch andere Menschen. Was wir aber gebraucht haben, war eine solche Fantasie sozusagen pur. Und Sie haben nach den Eltern für eine solche Person geforscht? Geforscht, ja. Wir haben die Eltern gesucht und gefunden, ja. Seltsamerweise waren die geeignetsten Personen immer Frauen. So hat das Mädchen, das jetzt heranwächst, auch zwei Mütter und keinen Vater. Wie? Also sozusagen verwaltungstechnisch gesehen, nicht biologisch natürlich. Es waren zwei Frauen, die ihre Chromosomensätze für die Ei- und die Samenzelle gegeben haben, damit dieses Mädchen, dieses besondere Gehirn entstehen konnte. Alles andere geschah vollkommen natürlich. Alles wurde von den Behörden kontrolliert. Deshalb muss das Kind auch erst volljährig werden und einverstanden sein, bevor wir den entscheidenden Versuch machen. Ach,
Hier bist du. Nennen wir doch endlich einmal unser Problem, diese ganze paradoxe Angelegenheit beim Namen. Was geschieht, wenn Sue nicht mehr zurückkommt? Die ganze paradoxe Angelegenheit, wie Sie sagen. Das Paradoxe ist, wenn Sue nicht zurückkommt, so führen wir einen lautlosen Weltuntergang herbei, von dem niemand etwas merken wird. Den es nicht geben wird, weil es unendlich viele mögliche Weltzustände gibt. Und wenn man von diesen unendlich vielen Zuständen einen abzieht, bleiben es weiterhin unendlich viele. Genauso ist es. Aber irgendetwas an diesem Gedanken stimmt nicht. Ich weiß aber nicht, was. Neben dem Zustand, dass Sue gesprungen ist, gibt es den anderen, in dem sie nicht gesprungen ist und in dem das Experiment erfolgreich abläuft. Ach, wer soll denn das verstehen? Wer, wenn nicht wir, die Experten, Frau Kollegin. Und warum befindet sich mein Bewusstsein jetzt nicht dort, wo alles gelungen ist? Es wird Stränge von Zuständen. Wenn es nicht gut aussieht. Es bewahrheitet sich auch hier etwas, das Feininger vorausgesehen hat. Es wird Stränge von Zuständen geben, in denen es nicht gut aussieht. Ich lebe leider in einem solchen Strang. Und warum? Wahrscheinlich, weil ich etwas Neues gefunden habe. Die, die das Neue finden, leben in schlechten Zeiten. Das ist der Preis, den sie zu zahlen haben. Aber ich ziehe die interessanten, den glücklichen Augenblicken vor. Ich fürchte, dass da die wenigsten Menschen mit Ihnen übereinstimmen werden, Herr Feininger. Wenn Sie es sich genau überlegen, werden Sie mit mir übereinstimmen. Wenn wir Feininger ernst genommen hätten, hätten wir gewusst, dass dieses Experiment in unserer Welt nicht gut gehen kann. Tja, möglicherweise, aber hinterher ist man immer schlauer. Dort oben gibt es ein Labyrinth, das nur für uns bestimmt ist. Ich habe es mir immer vorzustellen versucht. Das hat keinen Sinn. Trotzdem. Es gibt einen Zustand, in dem Sue gesprungen ist. Und einen anderen, in dem sie nicht gesprungen ist. In der einen Version geht das Experiment gut aus und in der anderen kommt Sue nicht zurück und dieser Zustand geht unter. Wir sind in beiden Zuständen. Wir sind in allen Zuständen, in denen wir sind. Und es gibt unendlich viele Zustände, in denen wir nicht existieren. Der Weltuntergang ist eine Hypothese, die sich dann, wenn sie sich bestätigt, ihren eigenen Voraussetzungen entzieht. Wir werden hier von einem Augenblick auf den anderen nicht mehr vorhanden sein. Und dort werden wir unseren Sieg feiern. Tja, alles richtig. Und? Bin ich deshalb so melancholisch gestimmt? Ich meine, die meisten Menschen glauben, wir müssten in eine fieberhafte Hektik ausbrechen. Etwas tun. Die Ereignisse müssen sich jagen. Sirenen oder so etwas. Stattdessen sitzen wir hier friedlich und warten ab. Also für einen Katastrophenfilm taugt unser Experiment nicht, nehme ich an. Nein, auf keinen Fall. Wir erleben den eigenartigsten Weltuntergang, den man sich vorstellen kann. Eigenartig, weil man ihn sich nicht vorstellen kann. Wir bemerken nichts und trotzdem geht die Welt unter. Vielleicht doch. Was? Vielleicht merken wir doch noch etwas. Feininger, immer wieder Feininger. Ich habe einmal mit ihm darüber gesprochen, über das mögliche Ende von Weltzuständen. Und? Was hat er gesagt? Er hat geglaubt, dass wir es einen Augenblick lang spüren, wenn ein Weltzustand verschwindet. Es wird alles blass, durchsichtig. So ungefähr hat er damals gesagt. Aber ich habe das offen gestanden nicht ernst genommen. Feininger konnte immer wieder einmal so reden. Man hat dann nie gewusst, ob es ein Anflug von schwarzer Heiterkeit war oder ob er etwas ernst gemeint hat. Also können wir uns darauf einstellen, dass bald alles blass wird. Wenn wir auf Publicity aus wären, gäbe es jetzt die Schlagzeile: Unser Weltzustand hört auf zu existieren. Und ein Interview mit ihm. Alle Leute würden uns endgültig für verrückt erklären. Und wir hätten nicht mal den Triumph, dass wir Recht behalten, weil es uns dann auch nicht mehr gibt. Also ne, ich glaube, wir sollten es doch lieber für uns behalten. Das denke ich auch. Komm, Xenope. Lass uns hinaufgehen. Wohin? Dort oben gibt es ein Labyrinth, das nur für uns bestimmt ist. Hier werden bald Dinge geschehen, die dich sehr verwirren. Komm. Ich trage dich. Hier in solchen Nächten. Geschehen Wunder, weißt du? Ich möchte nie mehr aufwachen. Am besten ist es, zwei Schlaftabletten zu nehmen und gut zu schlafen. Eine Welt vergeht und in unzähligen anderen existieren wir weiter. Warum sich Sorgen machen? Sie haben recht. Aber schade ist es schon. Mir ist der Zustand immer der liebste gewesen. Das können Sie nicht sagen. Sie kennen nur den einen. Wahrscheinlich sagen Sie in allen anderen genau dasselbe. Das glaube ich nicht. Hier fühle ich mich wohl. Ja, gut, zugegeben, ich auch. Niels Paulsen ist die schmale Straße hinaufgegangen.
Zu der Stelle, an der er vor ein paar Tagen, bevor das Experiment begann, schon einmal gestanden hat. Es ist 4 Uhr morgens. Es ist kühl. Eine graue Dämmerung liegt über der Stadt. Er beschreibt. Und solange er beschreibt, bestehen wir fort. Doch wer ist der, der beschreibt? Und die Häuser der Stadt unten werden bald blass und durchsichtig werden. Er, der beschreibt, weiß, ob es das Dämmerlicht, das über der Stadt liegt, ist, oder ob die Auflösung gerade jetzt mit diesem heraufziehenden Licht beginnt. Was ist das für ein Zimmer? Es ist hier ganz leer. Das ist das Labyrinth. Es gibt überall dicke Teppiche. Wir können uns hinlegen. So sieht ein Labyrinth aus? Ja. Manche Labyrinthe sehen so aus. Ich glaube, ich sehe etwas in diesem Labyrinth. Was siehst du? Ich sehe dich, Meritandes. Und eine Frau. Nils Paulsen, der auf die Stadt hinuntersieht, denkt, so heißt es in der Beschreibung. Für den, der beschreibt, was mit diesem Strang mit uns hier geschieht. Aber noch einmal, wer aber ist es, der beschreibt? Es wird schon hell. Es ginge darum, das, was real ist, diese Möglichkeit aus den unendlich vielen Möglichkeiten mit einfachen Worten zu bestimmen. Mehr muss er nicht tun. Wann beginnt es? Jetzt? Wann wird alles durchsichtig? Wir existieren noch. Noch immer. Was existiert außerhalb der Beschreibung? Es existiert nichts außerhalb der Beschreibung. Du wirst also für immer hier bleiben. Ich bin so glücklich, Xenope. Durch uns wissen alle Menschen in allen Möglichkeiten, was Glück ist. Für immer hier bleiben? Ja, für immer. Aber ich muss doch zurück. Zum Haus, zu meinem Vater. Ja, dorthin sollst du zurückgehen. Aber du wirst hier bei mir bleiben und mich besuchen. Wenn ich auf der Flöte spiele, Bilder male. Du spielst schön. Ja, spiel mir ein Lied. Nein, besser erzähl du mir die Geschichte. Ach, zuerst musst du spielen, dann erzähl ich. Und während er weiter hinunter in das Tal auf die Stadt sah, spürte er einen Augenblick die Veränderung. Er sah auf, hin zum Horizont. Er bemerkte, dass die Berge hinter der Stadt ganz durchsichtig wurden. Dann auch, er folgte der Durchsichtigkeit mit den Augen, die hellen, dunstig gelben Häuser im Tal. Auch sie wurden durchsichtig. Und die Durchsichtigkeit kam auf ihn zu und schlug über ihm zusammen. Da drüben, gleich im nächsten Zustand, kommt Sue zurück. Das Experiment ist gelungen. Aber hier? Ich muss jetzt zurück. Bleib hier. Bitte. Erzähle mir deine Geschichte. Ja, ich bleibe hier. Wie hat alles begonnen? Es ist in einer hellen Zeit. In einer Stadt, die über einer Stadt liegt und auf die große Stadt hinuntersieht. Ich liege da auf einem Bett, habe Schnüre am ganzen Körper, die den klugen Menschen überall in diesen Häusern sagen, wohin ich gehe. Und ich gehe los, durch die Zeiten. Wohin gehst du? Ich gehe in die Vergangenheit. Nicht weit, nur ein paar Jahre zurück. Ich bin eine Lehrerin in der Schule. Und ich sitze mit 2 anderen Lehrern in einem Gasthaus. Dort habe ich dich gesehen. Zum ersten Mal. Und darum bin ich gesprungen. Gesprungen? Ach, du weißt ganz genau, was ich meine. Du weißt alles ganz genau. Nein. Nein, ich weiß nicht alles. Erzähl weiter. Ich wollte dich finden. Und ich wusste ja, dass die Zeit durchlässig ist, wie das Wasser im Meer. Wenn man weiß, wie die Zeit sich anfühlt, kann man springen. So bin ich hierher gekommen, in diese Welt. Und da warst du.
Ich bleibe hier und lasse ihren Zustand. Kennst du dieses Wort? Ich habe es nie vorher gehört. Ich weiß nicht, woher ich es kenne. Ja, der König der Stiermenschen hat es gesagt. Ich lasse ihren Zustand untergehen. Ich möchte bei dir bleiben. Das Labyrinth! Das ist das Labyrinth! Gute Nacht, der Hörspielkanal.